Trefferquote. Befreiender Jubel am Ende einer nervenaufreibenden Hallensaison. Ausgerechnet gegen den bisherigen Spitzenreiter TUS Lichterfelde sicherten sich die Hockeyfrauen des ATV Leipzig den Klassenerhalt in Liga 1. Am Sonntag, dem 14. Januar, konnte sich das Team von Trainer Christian Hufnagel in der Sporthalle Rabeth gegen den Favoriten überraschend mit 5:3 durchsetzen. Somit verbleiben die Leipzigerinnen nach dem im letzten Jahr geglückten Wiederaufstieg in der Belle Etage des Hallenhockeys. Dabei hätte auch alles schon einen Tag früher eingetütet werden können. Doch die Partie beim direkten Mitabstiegskandidaten TC Blau-Weiß ging in Berlin ebenso überraschend mit 3:6 verloren. Wir sind mit voller Kapelle nach Berlin gefahren und waren hochmotiviert, und das Spiel ist leider nicht so ausgegangen, wie wir es uns erhofft haben. Man muss auch ganz klar sagen, gestern hat auch nicht so viel zusammengepasst, wie zum Beispiel das Wochenende davor und wie zum Beispiel heute. Also heute haben wir wirklich zu alter Klasse zurückgefunden. Jeder hat seine Bestleistung gegeben, ne? Die Josi Fechner am Tor super gehalten heute, ne? Vorne im Sturm sind wir super draufgegangen. Wir haben das, was der Christian angesagt hatte, einfach super umgesetzt, und zum Schluss war es einfach nur ein Kampf, ne? Und wir konnten die einfach nochmal richtig ärgern und sind einfach überglücklich, dass das doch noch gut ausgegangen ist für uns. Nur gegen den Mariendorfer HC hatten die ATV-Frauen im vorherigen Saisonverlauf gewinnen können. Entsprechend mussten sie, wie schon so oft, doch wieder bis zum Schluss zittern. Aber dann konnte gefeiert werden.